bist Mama oder Papa und hast eine oder mehrere Immobilien, die du jetzt oder später auf deine Kinder übertragen willst, dann stopp! Schau unbedingt dieses Video zu Ende, um hier keine Fehler zu machen, denn das kann deine Kinder Tausende von Euro an Steuern kosten, wenn du hier ins Fettnäpfchen trittst. Also los geht's! Punkt Nummer 1. Immobilie überschreiben, Haus überschreiben. Was ist damit eigentlich gemeint? Naja, damit ist gemeint, dass du das Eigentum an deiner Immobilie tatsächlich im Wege der Grundbuchumschreibung auf dein Kind überträgst. Das heißt, es gehört nicht mehr dir, sondern es gehört tatsächlich deinem Kind. Und das kann eben steuerliche Vorteile haben, wenn du zu Lebzeiten dafür sorgen willst, dass da ein gewisser Bestand da ist, der dann schon unter Ausnutzung von zum Beispiel Schenkungssteuerfreibeträgen auf dein Kind übertragen werden soll. Was damit nicht gemeint ist, ist das Thema Nießbrauch. Nießbrauch ist etwas anderes. Nießbrauch bedeutet, du behältst das Eigentum an dem Grundstück und dein Kind bekommt einen Nießbrauch übertragen, zum Beispiel an einer vermieteten Immobilie, und darf zukünftig die Mieterträge bekommen und auch versteuern. Aber das Haus gehört nicht dem Kind. Ja, das müssen wir bitte unterscheiden. Das ist ein komplett anderer Fall. Deswegen klären wir jetzt eben in diesem Video, worauf du beim Thema Haus überschreiben achten musst. Zunächst mal überhaupt die Frage, kann man ein Haus auf minderjährige Kinder so einfach überschreiben? Die Antwort ist, es kommt drauf an. Wenn du ein Haus hast, eine Immobilie hast, die unbelastet ist im Grundbuch, die auch unbelastet ist mit Schulden, die auch ansonsten keine Rechte, Verpflichtungen irgendwo von Dritten, also Rechte von Dritten, Verpflichtungen gegenüber Dritten eingetragen hat im Grundbuch, die ansonsten auch keine sonstigen Belastungen irgendwie vorweist, keine Probleme macht, ja vielleicht auch mit giftigem Boden oder sowas belastet ist. Also alles, was in Ordnung ist, also eine Immobilie, die in Ordnung ist und die komplett unbelastet ist, die kannst du an eine minderjährige Person übertragen, und gleichzeitig muss ein Ergänzungspfleger schauen, dass das auch wirklich ein sogenanntes rechtlich vorteilhaftes Geschäft ist. Lediglich rechtlich vorteilhaftes Geschäft. Das bedeutet eben, dass das Kind keine Nachteile in irgendeiner Form zu erwarten hat und dass auch das Vermögen des Kindes nicht beeinträchtigt werden kann, indem es diese Immobilie eben bekommt. So, und jetzt hatte ich ja schon von Schenkungssteuer gesprochen. Die fällt natürlich an, wenn man die Schenkungsfreibeträge sprengt bei dieser Immobilienübertragung. Wir sprechen natürlich auch nicht von einem Kauf, ja, weil ein Kauf, wo ein Kind quasi Geld hergeben muss, um die Immobilie zu bekommen, ist natürlich kein lediglich rechtlich vorteilhaftes Geschäft, weil es muss ja etwas hergeben, und das, was es bekommt, ist vom Vermögen her etwas ungewisser oder vom Wert her etwas ungewisser als Bargeld oder als Geld auf dem Konto. Das Geld auf dem Konto ist immer sicherer. So zumindest die Denkweise unseres Staates. Jetzt müssen wir also aufpassen bei der Schenkungssteuer. Das heißt, wir können schenkungssteuerfrei pro Elternteil 400.000 Euro alle 10 Jahre an unser Kind übertragen. Und wenn du diese 400.000 Euro überschreitest, fällt eben Schenkungssteuer an. Um den Wert der Immobilie zu senken, kann man beispielsweise hergehen und ein Wohnrecht der Eltern eintragen lassen. Das bedeutet, dadurch, dass dass die Immobilie von dem Kind nicht einfach an jemand anders vermietet werden kann, sinkt der Wert der Immobilie. Und dieses Wohnrecht, das ist natürlich auch eines dieser Dinge, die im Grundbuch einzutragen sind. Und auch hier muss der Ergänzungspfleger genau prüfen, ist das jetzt immer noch ein lediglich rechtlich vorteilhaftes Geschäft, ja oder nein. Was sind die Alternativen? Naja, gerade bei vermieteten Immobilien könnte ich auch beispielsweise eine Familienpoolgesellschaft gründen, sprich eine Familienpersonengesellschaft beispielsweise, in die ich die Immobilien einfach rein transferiere und anschließend Teile dieser Gesellschaft an mein Kind oder meine Kinder verschenke. Dann verschenke ich eben nicht die Immobilie an sich, sondern Gesellschaftsanteile. Und die kann ich natürlich so filettieren und so ausrechnen, dass ich immer genau diese Schenkungssteuerfreibeträge treffe. Und es hat auch einen weiteren Vorteil. Ich habe zum Beispiel als Geschäftsführer dieser Gesellschaft immer die Hand drauf, kann aber trotzdem an meine Kinder beispielsweise Einkünfte verteilen und natürlich auch schon diese vorweggenommene Erbfolge, eben diese Eigentumsübertragung durchführen zu Lebzeiten, aber eben nicht an der Immobilie direkt.
direkt, sondern an der Gesellschaft. Ich kann auch alternativ die Immobilie beispielsweise in eine Genossenschaft hinein verkaufen oder auch per Sacheinlage einbringen. Hier müssen wir allerdings beachten, dass wir mindestens ein gewisses Maß an Grunderwerbsteuer dadurch auslösen, weil wir von einer Person oder Personengesellschaft hin zu einer Kapitalgesellschaft übertragen. Und da entsteht immer Grunderwerbsteuer, zumindest zu einem gewissen Teil, je nachdem, welche Strategie ich da verfolge. Und um die kommen wir halt nicht drum herum. Und bei Genossenschaften, wie auch zum Beispiel bei Immobilien GmbHs, müssen wir auch daran denken, wir bekommen die Immobilien nicht steuerfrei wieder aus dieser Gesellschaftsform heraus. Das heißt, das wäre wirklich nur etwas für sehr, sehr langfristige Investments, wo wir wissen oder wo wir denken, dass unser Immobilienbestand eben lange in dieser Gesellschaftsform verbleiben soll. An sich haben wir aber durch eine Genossenschaft beispielsweise jede Menge Vorteile, was eben auch die Übertragung von Genossenschaftsanteilen innerhalb der Familie angeht. Dazu habe ich auch schon mal ein eigenes Video gemacht, kannst du dir gerne anschauen. Ja, und um nochmal ganz kurz das zu rekapitulieren, du hast eben bei Genossenschaften, anders als bei GmbHs zum Beispiel, die Möglichkeit, am Küchentisch zu Hause Mitgliedsanteile zu übertragen. Und das Ganze ist dann eben kostensparsamer und auch ja, etwas intransparenter, als wenn man das alles immer vor dem Notariat machen muss. Noch eine weitere Alternative, du kannst natürlich auch eine Immobilie an die Familienstiftung überschreiben oder auch entgeltlich veräußern. Hier können sich nochmal andere Vorteile ergeben, weil potenziell aus einer Familienstiftung heraus ich eine Immobilie auch wieder steuerfrei veräußern kann. Auch das gilt es zu überlegen und ja, je nach Konstellation kann für dich eben die eine oder die andere Variante eben die individuell passendere zu deinem Leben sein. Nächste Frage, kann man ein Haus auch teilweise überschreiben? Ja, und das empfiehlt sich sogar, nämlich in den Fällen, in denen ich natürlich Werte habe, also Werte des Hauses, die eben diese Schenkungssteuerfreibeträge überschreiten, dann sollte ich das Haus gedanklich sozusagen filetieren und eben nur einen Bruchteil oder auch einen Gesellschaftsanteil, wie gesagt, auf die Kinder übertragen, damit ich unterhalb der Schenkungssteuerfreibeträge bleibe und nicht unnötig Steuern an das Finanzamt bezahlen muss. Kann ich ein überschriebenes Haus auch wieder zurückfordern? Auch das ist eine Frage, die natürlich viele umtreibt. Und die Antwort darauf ist ja und es kommt ganz, ganz empfindlich darauf an, was du im Notarvertrag in der damaligen Übertragung von dir auf dein Kind geregelt hast. Also da müssen diese Rückforderungsrechte schon drinstehen, damit nicht passiert, dass du einmal eine Schenkung hast des Hauses von dir an dein Kind, wo wir 400.000 Euro Schenkungsfreibetrag haben alle 10 Jahre. Und bei Rückforderungen kann es dann nämlich passieren, wenn du nicht die richtigen Regelungen getroffen hast, dass dein Kind wieder eine Schenkung an dich zurück hat. Und da haben wir unter Lebenden nur einen Schenkungssteuerfreibetrag von 20.000 Euro. Also das sollte unbedingt vermieden werden. Und da, wie gesagt, steht und fällt das alles mit den Klauseln, wie sie im Notarvertrag vereinbart werden. Es gibt auch gesetzliche Rückforderungsrechte, zum Beispiel, wenn derjenige, der das Haus abgegeben hat, total verarmt. Auch hier muss man genau die Voraussetzungen dann prüfen. Es gibt aber auch die Möglichkeit zu sagen, ich baue schon in den Vertrag eben vertragliche Rückforderungsrechte ein. Das ist recht beliebt. Zum Beispiel, wenn du die Situation hast, dass du sagst, ich gebe jetzt mein Haus an mein Kind. Aber wenn mein Kind vor mir verstirbt, dann möchte ich ja beispielsweise nicht, dass mein Haus irgendwie weitergegeben wird, beispielsweise an den Ehepartner des Kindes, sondern dann möchte ich es wieder zurückhaben. Oder wenn mein Kind ganz krasses Verhalten an den Tag legt, was einerseits auch nachprüfbar ist und andererseits aber auch absolut unerwünscht von mir, wenn es zum Beispiel in Richtung Drogen geht und so weiter und so fort, dann kann man auch Rückforderungsrechte einbauen. Aber hier ist es wirklich sehr, sehr diffizil, welche Auswirkungen, welche zivilrechtlichen und auch welche steuerrechtlichen Auswirkungen daraus entstehen. Das solltest du niemals alleine machen, sondern dann solltest du wirklich ja, nicht den Aufwand scheuen und dir einen entsprechenden Anwalt suchen, der diesen Vertrag ganz, ganz sauber und rechtssicher mit dir vorbereitet. Und zu guter Letzt, was muss bei der Steuererklärung beachtet werden?
Wir haben es hier eigentlich mit zwei verschiedenen Sachen zu tun. Zum einen muss ich natürlich eine Schenkungssteuererklärung abgeben. Für diese Schenkungssteuererklärung, wichtig, brauche ich auch eine Dokumentation über den Wert der Schenkung. Das heißt, ich muss auf jeden Fall ein Immobiliengutachten machen lassen, wo der Gutachter genau beschreibt, wie der Immobilienwert eben zustande kommt, damit er auch ja, wasserdicht ist sozusagen vor dem Finanzamt. Und dann in der Schenkungssteuererklärung, auch wenn ich unterhalb der Schenkungssteuerfreibeträge bin, muss ich diese abgeben. Ich bin dazu rechtlich verpflichtet nach der Abgabenordnung und ich bin natürlich auch verpflichtet, das Ganze gegenüber dem Finanzamt zu dokumentieren, sodass im Zweifel das Finanzamt sich auch selbst ausrechnen kann, okay, wie viele Schenkungen hat derjenige jetzt gemacht, sind wir halt innerhalb der 10 Jahre auch irgendwann mal drüber oder nicht. Und allein deswegen musst du schon eine Schenkungssteuererklärung abgeben. Und dann musst du schauen, habe ich es mit vermieteten Immobilien zu tun? Hat jetzt vielleicht mein Kind Vermietungseinkünfte? Die muss es dann in einer eigenen Einkommensteuererklärung angeben. Und wenn das Ganze natürlich über eine Immobiliengesellschaft läuft, beispielsweise bei einer Familienpool KG, dann wird ja auch diese KG eine sogenannte gesonderte und einheitliche Feststellungserklärung abgeben. Und in dieser Feststellungserklärung werden die Einkünfte schon den einzelnen Beteiligten zugewiesen. Das heißt, du musst jetzt gar nicht zwingend nochmal separat eine Steuererklärung für dein Kind abgeben, es sei denn natürlich, du willst da noch was absetzen. Aber ansonsten würde von Amts wegen das Finanzamt hergehen und sagen, ich habe doch jetzt hier diese Feststellungserklärung, also weiß ich, okay, das Kind bekommt so und so viele Einkünfte zugewiesen und dann entwickelt sich daraus ein eigener Steuerbescheid des Finanzamts und das ist damit dann erledigt. Also hier unbedingt schauen, was für dich am optimalsten ist, ob es sich tatsächlich lohnt, für das Kind eine eigene Steuererklärung proaktiv abzugeben, in der du vielleicht noch ein paar andere Sachen absetzen kannst. Ja, jetzt weißt du Bescheid, wenn es um das Thema Haus überschreiben an deine Kinder geht, was du da alles beachten musst, welche Fallstricke es gibt, welche Gedanken du dir dabei machen solltest und welche Möglichkeiten du tatsächlich auch hast. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich interessiere mich dafür und ich interessiere mich auch noch für viele weitere Möglichkeiten, wie ich vielleicht meine Kinder integrieren kann in meine Firmenlandschaft, wie ich Einkünfte umverteilen kann, welche Maßnahmen ich noch treffen kann, um irgendwelche grundfreie Beträge auszunutzen oder auch andere Dinge umzusetzen. Dann lade ich dich herzlich ein, dich doch mal bei uns auf ein kostenfreies Erstgespräch zu melden. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf dich. Bis dann.